Läuft. Moin ihr Lieben, wir haben was richtig Cooles in News gelesen und was war das gleich, Biest? Ein cooles Lager-Update ohne viel Redstone. Richtig. Und natürlich wird erstmal getestet auf CB7. Ist der Hammer. Es gibt aktuell auf CB7 die Möglichkeit, das auszuprobieren und deswegen bin ich direkt mal hier rübergegangen, wo Beasty wohnt. Und wir haben uns überlegt, wir machen direkt mal ein Video für euch draus. Und zwar gibt es ein Update in den Trichtern. Und das ist mega cool. Wir gucken uns erstmal so einen Trichter an. Oh, sieht ja ganz normal aus. Ganz normales Trichtermenü, funktioniert wie immer. Wenn ich jetzt da oben was reinlege, na, nehmen wir hier die 8 Kaktus. Dann laufen die hier vermutlich durch. Halt, nein, laufen sie nicht. Sondern sie laufen, oh, da sind 2 Trichter drin. Sondern sie laufen hier hinter und, nein, auch nicht. Wo sind sie denn gelandet? Mein Kaktus ist weg. Wo ist mein Kaktus? Ah, hier ist er. Genau, er ist nach da drüben gelaufen. Und da hängt er jetzt fest. Warum hängt er fest? Ach ja, weil der Server so leckt. Jetzt bin ich gespannt. Eigentlich müsste ja nach der bisherigen Logik der untere Trichter den Kaktus absaugen. Macht er auch. Genau. Saugt ihn ab und das Ganze geht nach hier unten in die Kiste rein. Müsste jetzt jeden Moment hier ankommen. Das ist ja die ganz normale Trichterfunktion, wie wir sie alle kennen. Aber was hat sich jetzt eigentlich geändert? Wir müssen sneaken und den Trichter anklicken. Und wenn wir das machen, und zum Beispiel müsste das jetzt hier so sein. Ich habe das noch nicht getestet. Ich teste das live mit euch gerade zum ersten Mal. Wie ist es mit dabei? Wenn ich jetzt hier diesen Trichter hier oben anklicke, dann habe ich ein ganz neues Menü. Also sneaken und Rechtsklick. Dann haben wir hier einmal Trichter und die Position. Dann haben wir hier Trichterfilter. Das wird nämlich die neueste und genialste und einfachste Art und Weise, sich eine automatische Sortiermaschine zu bauen, die gar keine Maschine mehr ist, sondern einfach nur ein Trichter, in dem man das einstellt. Dann haben wir hier Sammelradius. Was das bedeutet, zeigen wir gleich noch. Und verbundene Trichter feiere ich extrem. Ob das klappt, sehen wir gleich. Aber jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wir machen mal hier Filtertrichter. So, jetzt habe ich draufgeklickt und es passiert nichts. Warum passiert da nichts? Du musst das Item anklicken, was du, also was er filtern soll. Das Item auf den Filter ziehen oder was? Oder? Nee, einfach nur. Also einmal auf das Filter klicken, also und dann an dem Filter sneaken und dann das Item, was er filtern soll, einmal in deinem Impf anklicken. Ah, jetzt sehe ich's. Und ja. Das da reingewählt. Und jetzt bin ich gespannt, ob das geht, weil hier habe ich jetzt den Filter Kaktus eingestellt. Ja, wir sehen jetzt hier ist Filter Kaktus und jetzt gucken wir mal, ob wir hier hinbekommen. Es geht. Ich glaube es nicht. Leute, wir können nicht gesteckte Items filtern, wenn das stimmt. Ich packe jetzt mal hier oben Kaktus und ein paar Bögen rein. Hol mal den Kaktus raus, der vorher schon drin lag. Von unserem ersten Experiment. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Wir müssten jetzt die ersten Items durchlaufen. Oder sind schon durchgelaufen? Wir müssen ein bisschen gucken, weil der Server ist gerade schwer am Laggen durch dieses Experimentieren, was gerade alle machen. Das heißt, auch die Items laufen ein bisschen langsamer durch die Trichter. Aber hier sehen wir jetzt schon 12-mal den Kaktus. Und wieder und wieder. Und hier sehen wir schon, der Kaktus wird rausgefiltert, ohne dass wir irgendeine weitere Maschine haben. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, okay, ja, ist ja easy. Der erste Trichter, der nach unten zeigt, saugt halt alles ab. Aber das werden wir gleich sehen, dass das nicht alles ist. Ich schmeiß mal hier den Kaktus raus, den wir nicht mehr brauchen. Sonst dauert das zu lange. Und jetzt müsste er gleich die Bögen ansaugen als nächstes. Ui, das dauert gerade aber echt lange. Gucken wir mal, ob der Kaktus hier unten angekommen ist. Noch nicht. Wo hängt er? Da hängt er noch im Trichter. Den ersten Bogen hat er rausgesaugt. Sehr schön. Aber es ist gerade echt langsam die Trichter. Ich hoffe, das ist nicht die neue Trichtergeschwindigkeit, sondern es liegt wirklich am Serverlag, hoffentlich. Okay, hier sieht man, die kommen unten an. Und jetzt gucken wir mal, wo der Bogen abgeblieben ist. Da war gerade noch einer rausgesaugt worden. Noch ist nichts hier. Da liegt einer. Okay, wir können ja mal weitergehen. Wir gucken einfach gleich, ob der Bogen hier unten angekommen ist, wo wir es erwarten. Ja, also im Moment ist hier die Kiste noch leer. Da hat er den Kaktus hingepackt. Die Kiste ist noch leer. Da müsste jetzt eigentlich irgendwann die Bögen ankommen. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen mal in diesen Trichter hier. Und da haben wir nämlich die Funktion Sammelradius einstellen. Gegenstände, die im Radius von 1 werden gesammelt. Was heißt das? Wenn ich hier jetzt einen Kaktus hinwerfe, bleibt der da liegen. Aber wenn ich hier jetzt einen Kaktus hinwerfe, oh. Na, wenn ich ihn da unten hinwerfe, natürlich nicht. Wenn ich ihn da oben drauf werfe, dann wird der eingesaugt. Genau.
Jetzt können wir aber hingehen und können wieder sneaken, mit leeren Hand auf den Trichter klicken und können hier den Radius einfach mit dem Pluszeichen hier, da ist Minus, da ist Plus, einfach erhöhen. Und ich setze den jetzt mal hier auf Plus 4, mehr geht nämlich nicht, weil dann ist das Ende des Grundstücks erreicht. Und da er immer um sich herum Radius misst, könnt ihr natürlich maximal bis zur Plotgrenze gehen, auch wenn es hier drüben weitergeht. Er darf natürlich nicht mehr als bis zur Plotgrenze aufsammeln. Ne? Er darf nichts auf die Straße und er darf auch nichts auf den Nachbarplot aufsammeln. Deswegen ist hier jetzt das Limit 4. Würde man den Trichter genau in die Mitte setzen, dann hätten wir 16 als Radius-Limit. Und wenn es ein großes Merch wäre, ginge dann natürlich noch mehr. So, spannend ist jetzt also, wenn ich jetzt hier irgendwo meinen Kaktus hinwerfe. Dann müsste er jeden Moment eingesaugt werden. Ich habe jetzt das ganze restliche Stack dahin geworfen. Auf was hast du es eingestellt? Auf 4. Zack, da ist er weg. Ja. Und da ist es komplett drin. Super cool. Allerdings, wird auch nach unten weitergeleitet. Perfekt. So, wie sieht's hier aus? Bögen hängen alle am zweiten Trichter fest. Die Bögen hängen alle im zweiten Trichter fest. Warum gehen die nicht weiter? Ah, ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Nimmt er die jetzt nicht auf, weil er nur... Weil er sogar nur Bögen, nur Dings durchlässt. Ich muss mal einen Bogen klauen. Dann musstest du vielleicht den zweiten hier über der Kiste auf Kaktus stellen und oben die... So, genau. Ich habe jetzt hier den auf Bogen gestellt. Und oben, das habe ich rausgenommen. Ah, siehst du, so sammelt man Erfahrung. Und hier mache ich jetzt den Kaktus wieder rein. So. So, der erste Bogen ist unten angekommen. Echt? Bei mir sehe ich ihn noch nicht. Und ein Niederziegel. Der Bogen darf doch nicht ankommen. Moment, ich nehme nochmal raus. Irgendwas ist hier noch crazy. Wo kommt der Niederziegel her? So, Moment. Kaktus und Bogen. Hier ist noch nichts, da müsste gleich Kaktus landen. Die Einstellung haben wir drüben, jetzt. Hier drüben landen auch die ersten Items. Hier ist jetzt Kaktus. Hier ist jetzt Bogen, genau. Hier oben ist jetzt nichts und da oben ist auch nichts. So muss es stimmen. Hier müsste jetzt alles landen, was weder Kaktus noch Bogen ist. Und hier müssten jetzt Kaktus und Bögen langsam unten ankommen. So, jetzt habe ich aber noch was gesehen. Und zwar, ihr habt jetzt gesehen, das funktioniert mit dem Sammeln, aber es gibt ja noch eine coole Funktion, nicht wahr? Der erste Kaktus ist unten angekommen und der erste Bogen jetzt gleich auch. Perfekt, gucken wir uns gleich an. So, jetzt haben wir verbundene Trichter weiterleiten an. Wie stelle ich das jetzt ein? Also ich kann das aktivieren. Und irgendein Scammer versucht mich gerade zu sich zu teleportieren. Und hier ist der Scammer, zu dem ich es bringen will. Aber wie stelle ich das jetzt ein? Weiterleiten. Das Verbinden wurde aktiviert. Klicke auf den gewünschten Endpunkt. Okay. Okay, man muss auch ab und zu mal einfach im Chat lesen. Wir machen das hier jetzt nochmal aus. Ah, ich habe den mit sich selbst verbunden. Das ist das Problem. Sekunde. Wie kriege ich das wieder aus? Trichter, Filtertrichter, dies, das, Ananas. Wie geht das? Wie geht es wieder aus? Wurde aktiviert. So, wurde aktiviert. Drücke auf den gewünschten Endpunkt. So. Klick. Die Trichter können sich nicht auf verschiedenen Grundstücken befinden. Ach, das ist doch blöd. Ich hatte die Hoffnung, dass man über verschiedene Grundstücke gehen kann. Aber was dann gehen müsste, ist, wenn ich jetzt hier hinten einen hinsetze. Oh, auch gut. Ich setze den hier oben drauf.
So. Jetzt machen wir das Spiel nochmal. Ups, Trichter neu setzen. Mit leerer Hand, Rechtsklick. Zack, wurde verbunden. Jetzt auf Endpunkt klicken. Klack. Die Trichter wurden erfolgreich verbunden. Ist doch saucool. Jetzt nehmen wir mal an, ich hätte hier jetzt einen Spawner stehen. Und möchte das ganze Loot in meine Sortieranlage packen. Und ich habe jetzt hier, oder ich habe eine Kaktusfarm stehen in dem Fall. Und schmeiße jetzt einfach hier meinen Kaktus-Loot auf den Boden. Rund um mich herum, im Umkreis von 4, sammelt der Trichter hier ja alles auf. So. Der gibt es an den unteren weiter. Der untere ist verbunden mit dem hier oben. Und hier seht ihr, kommt der Kaktus jetzt an, den er aufgesammelt hat. Also wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Man muss keine Items mehr mühselig hochpumpen, wie ich das auf manchen Grundstücken mache. Ist in der Kiste. Ja, es sammelt sich hier in der Kiste als nächstes, fließt hier durch und kommt dann hier unten in der Kaktus-Chest an. Und hier sind die Bögen, die wir eben oben reingeworfen haben. Und hier der ganze Loot, den wir nicht gebraucht haben. Ist das nicht ein geiles Update? Ich finde das geil, Beast. Was hast du dazu? Mega. Und du hast keine Trichterstraßen mehr. Und du hast keine Trichterstraßen mehr. Im Grunde brauchst du nur noch hier für ein Lager eine Trichterstraße, ansonsten gar nicht mehr. Ja. Richtig, richtig cool. Also, was haben wir gelernt? Fassen wir es nochmal kurz zusammen. Wir können den Bogen hier einstellen, Trichter einstellen, in welchem Umkreis er Sachen aufsammeln soll, allerdings maximal so weit, bis er eine Plotgrenze erreicht. Wir haben gelernt, wenn wir hier in einen Trichter reingehen, können wir ihn über diesen Knopf verbinden, indem wir einmal darauf klicken und dann auf den Trichter, zu dem die Items transportiert werden sollen. Da gibt es aber, glaube ich, eine Maximalbegrenzung, 30 Blöcke oder sowas, ne? Ich glaube schon. Genau, müsst ihr nochmal nachlesen. Aber ich meine, es sind so 30 Blöcke, also nicht viel weiter, als ein Plot groß ist. Dann haben wir festgestellt, okay, wir dürfen nicht eben in der Transportleiste den Filter einbauen. Das kann man natürlich auch machen, aber dann verstopft alles. Sondern immer hier drunter, wo früher auch schon die Filter waren, muss man hier entsprechend Filter einstellen. Klickt man den Trichter normal an, sieht er auch ganz normal aus. Er funktioniert auch erstmal ganz normal. Wenn wir jetzt hier rechts klicken, können wir hier einmal auf Filter klicken. Dann einmal auf das Item, das wir filtern wollen. Und schon haben wir unser Sortierlager automatisiert und fertig. Also das ist ohne Mist aus meiner Sicht eines der geilsten Updates des Jahres. Genau, finde ich auch. Absoluter Hammer. Beast hat gleich gesagt, lass uns doch ein Video zu machen. Habe ich sofort zugestimmt und von daher, ja, haben wir das live mal für euch ausprobiert. Und so wie es in den News steht, sollen die CD7er das erstmal ordentlich performen und ausprobieren. Genau. Und wenn sich das lohnt, dann wird das halt auf die anderen CD-Builds auch gepackt. So sieht's aus und deswegen, liebe CB7er, probiert ordentlich aus, gebt ordentlich Feedback. Alle anderen schreibt eure Meinung dazu in die News mit unten drunter und zeigt den Admins, dass wir darauf stehen, dass wir das richtig gut finden. Auch wenn ich mein Lager dann nochmal komplett neu umbauen kann. Aber ich finde das einfach super cool und wünsche mir, dass das so weiter ist. Was ich noch rausfinden muss, ist, ob diese Filtereigenschaften auch irgendwelche Auswirkungen auf das Auslesen mit Comparatoren haben. Das muss ich noch rausfinden. Aber das werde ich mal in Ruhe ausprobieren. Alles klar, ihr Lieben. Dann sage ich Tschüss von mir und Beast. Auch von mir alles. Wunderbar. Und natürlich Glocke aktivieren und keine Videos mehr verpassen. Genau, keine Videos mehr verpassen. Das macht den Rouge traurig. Bis dann. Haut rein. Ciao.